Ja, hallöchen, Tagesmotivation von heute. Jedermanns Liebling. Vielleicht kennst du das. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die es jedermann recht machen möchten. Und weißt du, was dadurch passiert? Du verbiegst dich dermaßen selber, dass du irgendwann absolute Identifikationsprobleme hast, dass du irgendwann einfach nicht mehr klarkommst. Du kannst nicht jedermanns Liebling sein. Das ist eine völlige Utopie. Vergiss das ganz einfach. Du musst dein Leben leben und wenn die Leute dich nicht mögen, dann ist es nicht tragisch, weil es ist ganz einfach so. Es gibt immer eine bestimmte Anzahl von Menschen, die sind absolut deine Fans. Dann gibt es eine Anzahl von Menschen, die sagen, ja, der oder die ist ganz okay. Und dann gibt es einfach einige, die sagen, boah, ist unmöglich, der Typ oder die Frau geht gar nicht. So ist es auch bei mir, so ist es auch mit diesen Videoclips. Da habe ich Fans, die sagen, hey, hammer cool, jede Tagesmotivation ist sensationell. Da gibt es andere, die sagen, ja, ist ganz nett. Und es gibt welche, die sagen, boah, wie kann man nur so einen Käse erzählen? Das muss dir aber komplett egal sein. Das darf dich in keinster Art und Weise berühren, weil sonst hast du echt ein Problem, weil dann versuchst du dich immer wieder anzupassen, du versuchst dann immer wieder Sachen zu machen, die anderen Menschen gefallen. Und mit dieser Vorgehens- und Lebensweise fällst du hinten runter. Und das finde ich besonders fatal, tragisch und auch traurig, wenn du in diese Falle reinläufst. Darum bleib dir treu. Du musst dich lieben, das ist der ganz, ganz wichtige Punkt. Und du wirst Menschen haben, die dich lieben. Und alle anderen, lass sie, wo sie sind. Weil wenn du jedermanns Liebling bist, bist du auch automatisch jedermanns Depp. Und ich denke, das sollte man sich auf alle Fälle schenken als Mensch. Sich selber immer treu bleiben, sei eine starke Persönlichkeit. Leb diese Persönlichkeit und hör einfach auf, dich immer, immer wieder in Frage zu stellen. Das kennst du mit Sicherheit auch. Man stellt sich immer wieder in Frage, wenn jemand was Komisches sagt oder auch in den Social Media Kanälen, wenn jemand was Komisches kommentiert. Mach's einfach so wie ich. Ich lösche das ganz einfach und wenn jemand keine Ruhe gibt, dann blockiere ich es, auch wenn es einige Leute gibt auf dem Markt, die sagen, nein, nein, das darf man gar nicht machen, man muss auch Negatives stehen lassen. Auf meiner Seite auf gar keinen Fall. Ich habe keine Lust auf solche Leute. Ich mag einfach positiv unterwegs sein, in meiner Energie sein und dazu lade ich dich ganz, ganz, ganz herzlich ein. Bleib du bei dir, bleib dir treu und dann hast du ein wunderbares, erfülltes, großartiges, sensationelles Leben. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen und du bist dafür verantwortlich. Niemand anders. Und in dem Moment, wo du das weißt, go your way. That's my way. Wer mitkommen will, ist gut. Wer nicht mitkommen will, ist genauso gut. In diesem Sinne, alles Liebe und Gute. Pass gut auf dich auf. Ciao, bye bye. Ihr, euer Ernst Krameri.